Auch 2023 wird ein Jahr voller Emotionen. Das steht bereits schon fest, denn mehrere Royals stehen kurz vor dem Jahrbord. In Jordanien herrscht Verlobungsfieber. Dort läuten gleich mehrmals die Glocken. Wird es vielleicht sogar eine Doppelhochzeit geben? Im August hat sich Jordaniens Kronprinz Hussein mit seiner wunderschönen zukünftigen Braut Raiwa verlobt. Für Raiwa beginnt mit der Verlobung ein ganz neues Leben. Als zukünftige Ehefrau von Kronprinz Hussein wird sie eines Tages die Königin von Jordanien sein. Damit wird sie in die Fußstapfen ihrer weltberühmten Schwiegermutter in Spe, Königin Rania, treten. Bis dahin wird ihr sicherlich ihre künftige Schwägerin, Prinzessin Iman, mit gutem Rat zur Seite stehen. Nur wenige Wochen zuvor hatte Husseins jüngere Schwester, Prinzessin Iman, ihre Verlobung mit dem New Yorker Geschäftsmann Jamil Alexander Thermiotis bekannt gegeben. Wir dürfen uns also gleich auf zwei royale Hochzeiten in Jordanien freuen. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus Großbritannien. Lady Amelia Spencer, die Nichte von Prinzessin Diana, hat Ja gesagt. Ihr Freund Craig Mallett, mit dem sie seit fast 10 Jahren zusammen ist, macht ihr bereits im Sommer 2020 einen Heiratsantrag. Im März, 2 Jahre nach der Verlobung, ist es nun bald endlich soweit. Große Freude auch in Luxemburg. Prinzessin Alexandra wird ihren Partner Nicolas Baghouri heiraten. Großherzog Henri und Maria Theresa von Luxemburg könnten aktuell nicht glücklicher sein. Ihr Sohn Guillaume und dessen Ehefrau Stephanie erwarten ihr 2. Kind. Und nun läuten auch für ihre Tochter Prinzessin Alexandra von Luxemburg im Frühling 2023 die Glocken. Was lange währt, wird endlich gut. 4 Jahre nach der Verlobung haben Prinzessin Theodora von Griechenland und Matthew Kuma endlich ein Datum für ihre Hochzeit gefunden. Wie griechische Medien berichten, soll der Termin für ihr Jawort im Frühsommer 2023 sein. Doch trotz Verzögerungen halten die Nichte von Königin Margrethe von Dänemark und ihr Zukünftiger an den Hochzeitsplänen fest.